Wir begrüßen euch herzlich zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Hoffnung hat eine ganz andere Bedeutung bekommen. Wer hätte gedacht, dass wir es einmal noch mit Krieg zu tun haben? Und wenn wir sehen, was auf dieser Welt los ist, könnte man wirklich die Hoffnung verlieren. Doch wir haben eine Hoffnung, die uns nicht fallen lässt. Und das ist Jesus Christus. Ja, das ist wirklich wahr. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute ermutigen, genau mit diesem Thema. Es gibt Hoffnung. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen, wenn du Sorgen oder Nöte hast. Wir beten gerne für dich auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Es gibt Hoffnung. Wir lesen in Römer 15, Vers 13. Deshalb wünsche ich für euch alle, dass Gott, der diese Hoffnung schenkt, euch in eurem Glauben mit großer Freude und vollkommenem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse. Ja, da steckt so viel drin für diese Zeit, in der wir gerade leben. Die Grundlage der Hoffnung ist nicht irgendwie ein Versprechen oder ein Vertrag. Und wir sehen, die Friedensverträge haben alle keinen Wert mehr. Die Grundlage für Hoffnung ist Jesus. Und ich rate dir, diese Grundlage zu haben, zu leben. Und bis zum letzten Atemzug dürfen wir hoffen. Dürfen wir hoffen. Der Feind möchte dir immer zeigen, das funktioniert nicht, der hat es nicht überlebt und der hat und der und der und das Problem und jenes Problem. Ich sage dir, sieh dein Leben und es ist Hoffnung für dich bis zum letzten Atemzug. Auch wenn du in einer Situation oder Krankheit bist, wo du sagst, ist hoffnungslos. Ja, vielleicht für die Welt, ja. Vielleicht auch für dich, aber nicht für Jesus. Hoffnung ist da bis zum letzten Atemzug. Und das ist wichtig, dass wir auf die Kraft des allmächtigen Gottes vertrauen. Und Hoffnung hat drei Aspekte. Hoffnung ist ein Erwarten, Hoffnung ist ein Vertrauen und Hoffnung hängt auch zusammen mit Geduld. Und ich rate dir, übe dich darin und du wirst wirklich von Gott das bekommen, was er für dich vorbereitet hat. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass in dieser Zeit Hoffnung ein ganz anderer Begriff, Perspektive bekommen hat. Herr, in einer Zeit, wo Hoffnung so klein geschrieben ist, weil wir so viele Dinge sehen, auch grausame Dinge, auch Krankheiten so radikal und lebensbedrohlich sind. Und ich danke dir dafür, dass wir in dieser Zeit wirklich Hoffnung haben dürfen, Frieden haben dürfen. Herr, in dir, weil in dir ist das Leben. Und Herr, wir vertrauen auf das Leben. Bis zum letzten Atemzug auf dieser Erde wollen wir hoffen. Danke, Herr. Amen. Amen. Zuerst möchten wir beten für Menschen, die Gottes Hilfe brauchen, die uns geschrieben haben. Und danach werden wir hören, was Gott tut und was Gott getan hat. Eine verzweifelte Frau schreibt ihr Gebetsanliegen. Bitte betet für mich. Ich bin verzweifelt. Ich beziehe nach Krebsdiagnose Krankengeld. Ich habe große Schulden und muss noch meinen Sohn ernähren. Das gesamte Krankengeld geht vollständig für Miete, Strom, Handyrechnungen sowie meine hohen Schulden drauf. Mir bleibt unterm Strich gerade mal 60 Euro im Monat übrig. Ich bin total verzweifelt. Hab schon mehrfach zu Gott gebetet. Bitte betet für mein Anliegen. Vielen Dank. Und Jesus, du kennst diese Frau. Du kennst den Krebs und du kennst die Schulden und du kennst die Verzweiflung. Und ich danke dir, dass du eingreifst in diese Situation, wo es so ja unmöglich erscheint. Aber du bist ein Gott, der Wunder tut. Und du bist ein Gott, dem nichts unmöglich ist. Und ich danke dir, dass du dieser Frau beistehst. Auch der ganzen Familie, auch dem Sohn. Danke, Jesus, dass du die Schulden umkehrst in wirklich Überfluss und dass auch dieser Krebs verschwindet im Namen Jesus. Danke, Jesus, dass wir wirklich bald hören dürfen,
dass du alles umgekehrt hast in das Positive. Danke, Jesus. Amen. Amen. Eine Mutter schreibt uns folgende Bitte um Gebet. Hallo, liebes Gebetsteam. Meine Tochter, 8. Klasse, ist in Mathe und Englisch versetzungsgefährdet. Sie hat extrem Panik, dass sie die Schule und Klasse verlassen muss. Es ist keine Harmonie in der Klasse und sie wird auch oft übertrieben hart angegangen. Der Herr möge ihr Zutrauen und Zuversicht geben, Gnade und Gunst bei den Lehrern, damit sie wieder Freude bekommt und auch für ihr fleißiges Lernen belohnt wird. Herzlichen Dank. Und Jesus, du kennst auch dieses Mädchen und ich danke dir, dass du auch mit ihr ganz besonders bist. Und du siehst ihre Situation und ich danke dir, dass du eingreifst, dass sie wirklich Gunst hat bei den Lehrern, dass wirklich die ganze Situation in Freude verwandelt wird. Danke, Jesus, dass sie Zuversicht hat und dass sie wirklich ja, nach vorne schauen kann. Danke, Jesus. Du bist der Herr auch für diese Familie, für diese Mutter, die sich Sorgen macht. Und ich danke dir, dass du ihr auch ganz nahe bist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf jetzt an. Die Infos sind eingeblendet. Eine Mutter bittet für ihre Tochter um Gebet. Meine Tochter hat wieder ganz plötzlich einen Fieberschub und ist jetzt wieder in der Rheumaklinik. Sie bekommt noch stärkere Immunsuppressiva und höheres Cortison. Davon hat sie aber jetzt sehr wenige weiße Blutkörperchen. Vielen Dank für Ihre Gebete und danke für Ihre Briefe. Ja, das sieht ja so schlimm aus, aber für Gott ist alles möglich. Danke, Herr. Danke, 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 Herr, dass du jetzt auch diese Frau kennst, diese Tochter kennst. Und ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass wir wieder ein göttliches Gleichgewicht in diesen Körper hineinrufen. Dass das Fieber verschwindet, Herr, dass die Blutwerte wieder die Normalität annimmt, Herr. Und ich danke dir dafür, für Wiederherstellung dieser Tochter und dass keine bleibenden Schäden bleiben und ein normales Leben möglich wird. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und ein Mann schreibt folgendes Gebetsanliegen. Warte schon 2 Jahre darauf, dass eine Seniorenwohnung in einer Großstadt frei wird. Lieben Dank für die Gebete. Ja, auch das kann eine große Not sein. Ja, gerade sowas wurde ein Gebet erhört von so etwas. Wir haben auch jemand hier in Karlsruhe, der auf Suche war für so eine Wohnung. Und Gott hat das Gebet erhört. Und wir glauben auch, dass Gott dieses Gebet erhört. Danke, Herr. Herr, dass du Gebete erhörst. Und danke, Herr, du siehst auch, Herr, den Wunsch nach dieser Wohnung und du hast sie vorbereitet. Wir glauben es. Und Herr, lass es wirklich in den sichtbaren Raum kommen. Lass es uns wirklich erleben, Herr, dass die Wohnung existiert und frei ist und richtig schön ist. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Es geschehen so viele Dinge, wo Gott wirklich eingreift und wo er Wunder tut. Und das erfahren wir auch immer wieder in vielen Zeugnissen. Und da schreibt uns jemand, vor einem halben Jahr bat ich sie um Gebet für meine schwangere, hörgeschädigte Enkeltochter. Auch der Ehemann ist hörgeschädigt. Das Kind wurde nun am 1.11.21 geboren und hat alle Untersuchungen durchlaufen. Es ist gesund. Lob und Dank unserem großen Gott. Ich bin voller Freude und tiefer Dankbarkeit. Ja, das kann man wirklich ermessen, diese Freude und Dankbarkeit. Und aus der Schweiz kommt folgende Gebetserhörung. Wir sind sehr dankbar für eure Gebete. Meinem Enkel geht es schon viel besser mit seinem Problem von Epilepsie. Er wird bald 20 Jahre alt und hat ein Studium begonnen. Wie wunderbar. Gott ist der beste Arzt, das schreibt auch diese Frau. Danke für eure Gebete. Die Magen- und Leibschmerzen sind ganz weg. Danke Gott, er ist der beste Arzt. Und das ist wahr, ja. Gott ist unser Versorger und hat immer einen Weg. Folgendes berichtet ein Ehepaar. Vor längerer Zeit baten wir um Gebetsunterstützung für eine neue Wohnung.
Wir haben sehr viele Wohnungen besichtigt, bis uns ein Vermieter eine Zusage gab. Da wir neben der Rente noch Grundsicherung beziehen, musste das Sozialamt noch zustimmen. Auch der Umzug musste genehmigt werden. Die Miete lag etwas über dem Sozialhilfesatz. Wir hatten den Mietvertrag unterschrieben, bevor die Zustimmung kam und wurde vom Amt abgelehnt. Ich war verzweifelt und hatte Selbstmordgedanken. In diesem Moment erhielt ich einen Anruf, dass ich einen neuen Sachbearbeiter hätte, den ich sofort anrufen sollte. Er teilte mir mit, dass er die Angelegenheit nach dem Corona-Gesetz neu bewertete und wir die Genehmigung bekommen, auch für den Umzug und sogar den Umbau der Küche. Alles hat geklappt und auch die neuen Nachbarn haben uns aufgenommen. Danke für eure Unterstützung im Gebet. Ja, und Gott kann wirklich alles zum Guten wenden. Ja, da bin ich mal wieder begeistert. Das ist so wunderbar, wenn man meint, alles ist eigentlich rum. Nichts geht mehr. Und dann wird das Wunder noch größer, wie man es eigentlich erbetet hat. Das ist doch das, was sich jeder wünscht. Und ich sage dir auch, habe Geduld, bleib dran. Aber hast du es schon erlebt? Dann lass es wissen. Die Nummer ist eingeblendet. Ja, wenn bei dir alle irdische Hoffnung weggebrochen ist, wie vielleicht bei der Person, die gerade, wo wir gerade das Gebetsanliegen vorgelesen haben, wo sie sogar Selbstmordabsichten hatte, weil gar nichts mehr ging. Ich sage dir, bau deine Hoffnung auf Jesus. Vertraue Jesus, glaube, habe Geduld, habe Vertrauen und sei fröhlich der Erwartung. Ja, das dürfen wir wirklich sein, fröhlich der Erwartung. Und wenn du ein Gebetsanliegen hast, dann lass es uns wissen. Die Infos sind eingeblendet und auch heute am Telefon bis 13 Uhr. Ja, und heute habe ich was ganz Besonderes für dich, für euch. Wir haben die Online-Heilungstage. Kannst du genauso wie dieses YouTube, die Online-Heilungstage werden wir live streamen über unsere Webseite. Da kannst du mit dabei sein. Am 26. und 27. März. Die näheren Informationen findest du auf unserer Webseite missionswerk.de. Und heute möchte ich auch wieder für die Ukraine, das ist momentan unser Hauptprojekt, wo wir Menschen nach Karlsruhe geholt haben von der Grenze, wo wir Hilfsgüter hingebracht haben, wo wir Menschen nach Israel, Menschen, ja, Kinder sind natürlich auch Menschen, jüdische Kinder im Waisenhaus nach Israel transportiert haben. Du kannst dich da gerne mitbeteiligen, finanziell, aber auch dich mitfreuen mit uns. Schau auf unserer Webseite /Ukraine, da kannst du es sehen und dich mit uns freuen. Danke für deine Hilfe und Unterstützung. Schön, dass du dabei warst und wir freuen uns, wenn wir uns bald wiedersehen. Und für heute, tschüss. Alles Gute, der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.